Hallo meine lieben Freunde und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier mal wieder vorbeischaut und zwar zu einem weiteren Zelda-Schrein-Part. Wir werden uns gleich den Kaibetawa-Schrein zu 100% reinziehen, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor es losgeht, könnt ihr mich gerne ein bisschen unterstützen und zwar könnt ihr mal auf den Abo-Button drücken, wenn ihr Bock habt. Das wäre eine coole Sache und schaut hier natürlich auch regelmäßig vorbei, damit ihr nichts mehr verpasst. Das finde ich immer viel wichtiger, als einfach nur auf den Abo-Button zu drücken. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür und jetzt legen wir auch gleich los. Lehnt euch ein bisschen zurück und viel Spaß. Wir müssen zuallererst mal wieder drei Schreinsäulen aktivieren und zwar hier oben auf dem Ost-Gerudo-Hochland. Also klettert dort hoch oder rennt dorthin, sprecht mit Kashiwa, er spielt euch dann wieder ein Lied vor und im Anschluss werden diese drei Schreinsäulen aktiviert und wir können loslegen. Um den ersten Schrein dann zu aktivieren, müssen wir nach Ost-Gerudo und zwar genau hier an diese Stelle. Sobald wir hier angekommen sind, müssen wir ein bisschen aufpassen und zwar müssen wir einen Königsmoldora besiegen. In diesem Schrein müssen wir Strom weiterleiten. Hier auf der linken Seite steht ein Stromgenerator rum und auf der rechten Seite liegen ein paar Würfel. Wir schnappen uns jetzt einen Würfel und legen den zuerst einmal hier ins Wasser. Und ihr seht schon, der Strom wird weitergeleitet. Danach schnappen wir uns einen weiteren Würfel und halten den an diese Elektrode hier unten dran, damit sich die Plattform nach oben bewegt. Jetzt können wir den Würfel zwischen die beiden Leitungen legen. Und ihr seht schon, der Strom wird weitergeleitet und zwar bis zu dieser Kugel. Die holen wir uns jetzt hier aus dem Wasser und hängen die über diese Stromleitung hier drüber. Die Kugel baumelt jetzt da ein bisschen rum, aber ihr seht, der Strom wird weitergeleitet. Also ist bis jetzt alles richtig. Zum Schluss brauchen wir noch diesen großen Würfel. Den legen wir zuerst einmal hier irgendwo ab. Denn wir müssen uns noch einen Eisblock ins Wasser bauen. Ungefähr hierhin. Denn da können wir jetzt unseren Würfel drauflegen. Und ihr seht, der Strom wird weitergeleitet bis zum Schluss. Die Tür öffnet sich und wir können den Schrein verlassen. Das machen wir allerdings noch nicht, denn wir holen uns noch diese Schatztruhe. Da brauchen wir mal wieder die Bewegungssteuerung. Die mag ich nicht so, aber wir müssen die jetzt benutzen. Ihr seht, vorne vier Kristalle. Und wir können diesen Laser hier bewegen mit der Bewegungssteuerung. Ja, sobald wir einen Kristall berühren, bleibt die kleine Plattform stehen. Und wir müssen die Plattform im richtigen Moment zum Stillstand bringen, damit der Strom fließen kann. Hier ist die Schatztruhe, da bekommen wir noch was Schönes und zwar ein Sonnenschild. Und jetzt können wir diesen Schrein verlassen. War mal wieder ein sehr einfacher Schrein, auch nicht ganz so komplex, aber es hat trotzdem Bock gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst noch ein Like da, abonniert noch meinen Kanal, falls ihr das am Anfang noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut und tschüss.